Hier hätte ich sogar direkt mehrere, die lustig wären. Aber ich mache mal das hier rein. Ja, Quiblash haben wir ja schon mal gemacht. Ich glaube, Champed Up kenne ich sogar von dem Bild jetzt hier, ja. Okay, muss mir erstmal verbinden, ja. Das ist ein sehr komplexes Kennwort mit vier Buchstaben. Ob ich das hinkriege? Herzegjuk! Ja, gerade noch so. Oh Gott, wähle ein Avatar. Ich will die Pylonenperson. Ah, wen gibt's da ein schönes noch? Ich finde, das Huhn ist die einzig wahre Figur. Kann ich das irgendwo auf Start drücken oder wie läuft das? Das muss ich mal, Moment. Da. Ach so. So, ich erkläre es auch wieder mal. Erstmal müsst ihr einen Champion zeichnen, nach Vorgabe. Oh Gott. Nachdem ihr das gemacht habt, kriegt jeweils eine andere Person euren Champion und muss einen Konter-Champion dagegen malen. Und am Ende werden diese zwei Champions in den Kampf geschickt. Die, die nicht gezeichnet haben, müssen ihren Favoriten nehmen, der besser zu der Kategorie passt. Mhm. Oh mein Gott. Das ist das Spiel. Oh mein Gott. So gut. Ich kann ja wunderschön zeichnen von dem her. Sollten wir hinkriegen. Wie lange haben wir Zeit zum Zeichnen? Ich glaube nicht so krass lange. Ah, das überspringen. Moment, das steht hier gleich safe irgendwo. 2,5 Minuten. Oh mein Gott. Haben wir hier verschiedene Farben? Nee. Doch, oben rechts auf dieses Schwarz klicken. Ah, okay. Kann man auch die Farbe ändern irgendwie? Ja, oben rechts. Da links sind die zwei Pinsel. Ah doch, wir haben 2,5 Minuten Zeit zum Zeichnen. Kann man auch füllen oder sowas? Kann man auch radieren? Radieren nicht, aber du kannst oben links auf diesen Pfeil drücken. Dann machst du den letzten Zeichen. Ja, okay. Ach, da ist Farbe, glaube ich. Ja. Ach, mit Rechtsklick kannst du es wieder löschen sogar, habe ich gemerkt. Einen Schritt. Genau. Oh Gott, hier fehlt mir irgendwie so eine Füllenfunktion. Mein Charakter gefällt mir schon richtig gut. Also nicht wundern, wenn das hier nicht ganz ausgefüllt ist bei mir. Da wäre es jetzt besser mit so einem Touch-Ding oder mit irgendeinem. So weiß, ja. Mein Charakter sieht immer schöner aus. Kein Grau, verdammt. Ich habe auch kein Rot, aber ich lasse mich. Wie kann es denn kein Rot geben? Doch, es gibt Rot. Ja, das ist ja nicht Rot. Das ist so ein komisches Orange, das ist allerdings. Das ist Rot. Okay. Doch, das ist Rot. Darf man auch so bezeichnen beim Namen nutzen? Nein, ne? Was Zeit ist was? Oh, fuck, du müsstest eurem Champion auch einen Namen geben. Wo ist danach? Ach, da unten, Name. Perfekt. Abschicken. Ich bin bereit. Das sieht so schön aus, ich bin so stolz. Hab ich noch Zeit, ja. Noch 30, 20 Sekunden. So, ich bin fertig. Das Hühnchen ist soweit. Ja, also den kann man nicht besiegen. Okay. Oh nein. Komm mehr Zeit. Den kann man nicht besiegen. Mal abschicken, los. Nein, Zeit. Nein. Jetzt müsst ihr einen Champion und müsst versuchen herauszufinden, wer was gemalt hat und dann einen Counter zu machen. Was? Okay. Was muss ich jetzt machen? Ein Counter-Champion. Gegen diesen Jongleur. Also ist das so geil? Gegen den Charakter. Dürft, also nicht sagen, welchen Champion ihr natürlich habt, ne? Ja, klar. Okay. Ich hab eine geile Idee. Boah, das ist doof, dass es hier kein Ausfüllen gibt. Ja, finde ich auch nervig. Der ganze Tisch wackelt hier.
Nur von der Maus bewegen, krass. Wegen dem Publikum im Hintergrund. Ja, klar, genau, so ist es. Ja. Wie fetzt. Ja, das ist witzig. Auch wenn es extrem schwierig ist, dabei irgendwie was Sinnvolles zu zeichnen. Ist das stumpfsinnig? Wie viel Zeit habe ich noch? Wo steht das? Eine Minute. Oh Gott. Eine Minute steht im Dings. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, aber teilweise echt die Zeit ist ein bisschen knapp für jemanden wie mich, der dann eine halbe Stunde ins Worldbuilding steckt. Oh Gott, war das anstrengend. Jetzt habe ich alle Ideen verbraucht. Alle deine Lebenslinien. Es ist so geil, was ich hier gezeichnet habe. Das ist so gut. Und wie jetzt hat jeder zwei gemalt, ne? Ja. Und die kämpfen dann auch gegeneinander, ja, ne? Also nee, durch die Abstimmung. Durch die Abstimmung dann, ja. Okay, ich bin gespannt. Und wie? Und dann einer von meinen beiden gewinnt dann und der kämpft dann gegen euren, oder was, oder? Wir müssen jetzt dann abstimmen. Wir werden sehen, denke ich. Welches nächste Mal? Nein, ich war nicht fertig. Zählt es dann trotzdem, was du bis dahin gemacht hast? Das zählt. So, okay, und jetzt? Oh, ihr habt keine Chance. Jetzt sehen die ersten zwei, die nicht gemalt haben, müssen dann abstimmen, wen sie besser finden. Der Jongleur. Was? Edgeward mit den Dolchhänden. Der Jongleur. Genau, jetzt müsst ihr nach der Kategorie euren Favoriten wählen. Achso, welche Kategorie? Der Champion der Aufmerksamkeitssuche. Ja. Okay, alles klar. Man kann sie sogar auch drehen, wenn man der ist. Das ist ja übelst geil. Das ist echt witzig. Was, ein Unentschieden jetzt oder was? Nee, der den Konter malt, gewinnt. Achso. Also, es gewinnt bei einem Unentschieden immer der den Konter gemalt hat. Ah, okay. Weil er es natürlich schwieriger hatte, weil er die Kategorie nicht wusste. Also, tritt immer der Originale gegen den Konter an. Genau. Genau. Totladen, geil! Das ist geil. Das ist echt stimmt. Ist das gut, ey? Eternal Klo, Alter. Ich liebe ihn. Ey, wie kann Kotlon da nicht gewinnen? Weil ich ein Klo bin, Mann. Eternal Klo. Ja, aber Kotlon hat doch die maximale... Die geht einfach durch ein Portal und landet in der Galaxie. Was ist denn das? Oh, geil. Sendenabschiede. Champion der Grünen Sendenabschiede, ja. Warte, man kann das drehen? Ja, du kannst es drehen, da kann wenn drehen. Du. Genau. Ja, wenn es einer von deinen Chars ist. Ja, der ist besser bei den Junggesellenabschieden, muss man sagen. Guck ihn dir doch an, Alter, wie sympathisch der gleich wird. Der ist total geil. Ich kann eine Bowlingkugel als Kopf. Ja. Ja. Antivater. Was ist denn das? Der Antivater. Ja, stimmt. Der Antivater. Boah. Oh, nee. Nein. Der Antivater. Töte ihn. Nein, mein Bootleg-Avatar. Du bist nichts, heuer. Ist das gut, ey. Der einzig wahre Antivatar. Das ist ja übelst genial, dieser Spielmodus, ey. Oh. Jetzt gibt's Runde 2. Eins wird dann durchgemischt, oder was? Also, nee, jetzt wird wieder gemalt, aber danach kommt die Sache. Mitten im Match wird die Kategorie gewechselt, ihr könnt euren Champion einwechseln. Okay. Boah, was weiß ich denn? Ich hab keine Ahnung.
Mein Gedankengang zeigt mir schon mal die richtige Richtung. Dein Gedankengang macht mir Angst. Mein Gedankengang macht mir auch manchmal selbst Angst. Ich konnte nie hinterzeichnen, von dem her müsst ihr damit leben, dass ich nicht hinterzeichnen kann. So. Boah, das ist echt schwer. Und in der Zeit dann was zu malen, ne? Ich mag die Musik von dem Spiel sehr. Sehr gut, ja. Vor allem die Credit-Musik. Ich habe aber auch bei der Vorlage, was ich da hier. Ja, ich weiß auch überhaupt nichts. Das ist echt schwer, sich da immer irgendwas auszudenken. Boah, scheiße. Ah, bin jetzt so kreativ, aber. Ja, nee, meins ist echt scheiße. Ich glaube, beim ersten, bei meinem Avatar habe ich mich schon überlastet an der Stelle. Ja, ich mich auch. Und dass Kotlon nicht gewonnen hat, ist eine Beleidigung. Das ist traurig, ja. Nein! Nur ein ganz klein bisschen. Erikus hat, glaube ich, auch noch gebraucht. Was hab ich? Du hast auch irgendwie noch nicht abgegeben gehabt. Ach, verdammt, das hab ich. Ach so. Doch, ich hab gedrückt. Okay. Man muss sich echt schon ganz schön konzentrieren, wenn man irgendwas. Nichts ausfüllen kann, das ist schon. Belastend. Das finde ich bei Dings besser. Wo war das denn bei diesem anderen Spiel, wo man die. Du kannst diese Geschichten also quasi ausfüllen, aber ja. Geschichten? Meinst du, es läuft die Internet? Nee, da musstest du so, der eine musste, was weiß ich, eine Tomate, kauft sich eine PS5, der andere musste das zeichnen, dann musste der andere das zeichnen. Ja, genau, da fand ich das besser. Ja, wir können ja mal wieder Gartic Phone machen demnächst. Ja, braucht man halt Leute für, ne, das ist so. Die Sache. So, dann malen wir hier mal noch ein bisschen. Ausmalen ist nämlich schon ein bisschen anstrengend. Wenn du den dicken Stift nimmst, malst du nicht über die dünnen Sachen drüber, ne? Falls dir das hilft. Ah, das okay, ist so das zum Ausmalen wirklich, da. Das hilft mir wirklich. Mhm. Oh, ich hab was. Ah, die Zeit! Ja, das ist Zeit. Ich mir auch. Das ist echt heftig. Da was Vernünftiges zu malen. It's time to name those characters. Fuck. Ah, ich bin nicht ganz fertig geworden mit dem. Doch nicht. Aber ich hab's abgegeben, jetzt ist egal. Ah, Mann.
Ich habe noch bis zum letzten Drücker gemalt. Ich würde in beiden Fällen nie fertig. Genau, jetzt könnt ihr mittendrin auswechseln, wenn die nächste Kategorie kommt. Müssen wir? Ihr müsst nicht, nee. Kampfblüte Lilly, Gärtner Craig, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, der Champion der Schönheit. Das ist doch schon wieder Barry hier, der Gärtner Craig. Jetzt kommt die nächste Kategorie und dann darf man einwechseln. Oder man bleibt. Ich möchte den Besitzer sprechen. Gut. Ah, da kann man seine eigenen einwechseln. Genau. Genau. Ich möchte den Benutzer sprechen. Jetzt dürft ihr wieder abstimmen. Und die vorherigen Stimmen bleiben übrigens. Warum sagt ihr beim Jongleur, ja, der darf mit dem Besitzer sprechen, aber der Dolchmann nicht? Weil ich glaube, Dolchmann. Weil Dolchmann gefährlich ist. Ich jongliere mit den Erden. Aber Dolchmann. Gärtner Craig. Ich hab einfach. Ich war einfach fertig. Mach jeden Kuss. Gärtner Craig. Oh mein Gott. Geil. Ja gut, das ist schon, der ist schon geil, der Typ, muss man schon sagen, sieht cool aus. Pistolenbein. Pistolenbein ist schon cool, ja. Das könnte ein One Piece Bösewicht sein. Rahmensprenger. Komm mal. Ja, okay, also das passt. Meiner tanzt auch für euch, er dreht sich. Nein, nichts tanzen. Kotlon, ich bin fertig, komm schon. Er hat trotzdem gewonnen, weil ich nicht unter bin. Nein, Antimata! Warum hast du jetzt gewonnen? Weil ich der Konter war. Auf wen? Auf Barrys Zeichnung. Ach, Kotlon ja. Kann man eigentlich nicht auskontern. Das kann man nicht eigentlich aus. Das geht eigentlich nicht. Ja, die ungefährlichen Superschurken. Guck mal, hallo! Die sind beide nicht gefährlich. Mag den Fisch. Das ist jetzt Rikos gegen Zellos, oder was ist das? Weiß ich nicht. Du sagst Party-Entertainer. Ich bleib bei Mr. Fish. Mr. Fish ist so... Ah. Nein, Saberbowl. Saberbowl ist schon nicht schlecht. Ja. So Fisch! Du bist doch so ein netter Kerl. Traurig. Lightning Showman. Das überschwarze Loch. Champion des Lampenfiebers, wow. Einer muss sagen. Ich mag den Lightning Showman. Nee, das überschwärzte schwarze Loch gefällt mir. It all comes down to this next match. The champion of pelted with rotten tomatoes. Ja, das ist immer noch der Showman, hallo? Let's go! Let's go! Eternal Claw! Das wird ihm nicht mal was ausmachen. Ich werde es einfach runterspülen. War das schwarze Loch nicht, oder was? Ja, das wird wieder übergeschwärzt. Die Tomaten werden einfach übergeschwärzt. Genau. Ach, schön. Ach, toll, schön. Ich fand mein Bootleg-Avatar fand ich so schön. Das war ein geiles Spiel, ey. Saberbowl, man! Oh schön, Mann, das war cool. Ich würde trotzdem sagen, wir machen noch ein anderes, weil... Ja, das ist so, nochmal kann ich nicht mal... Richtig, und außerdem kann man währenddessen nicht wirklich was erzählen und ich alle meine Ideen sind weg. Fürs nächste Mal hole ich mir ein Tablet, Alter, ich schwör's. Ich mochte meinen Captain Pistolenbein.